So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Unboxing. Ich habe was vom Sondengänger bekommen, glaube ich zumindest. Adis auch am Start, aber den seht ihr wieder mal nicht. Der sitzt schon wieder da hinten auf der Waschmaschine. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn es so weitergeht, wird der Adventskalender dieses Jahr ohne den Adi stattfinden. Dann nehme ich halt das Futter raus, tue es ins Waschbecken und das Waschbecken isst das dann halt von selber. In letzter Zeit... Der ist sonst immer reingerannt von alleine. Du, kaum bist du ins Bad gelaufen, ist der hinterher und hat sich hierher gestürzt, hier reingehangen. Aber in letzter Zeit steht er nur noch vor der Tür und guckt und reibt sich an der Tür und sagt so, ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Du tust mich immer ins Internet rein. Ich will das nicht. Und deswegen, vielleicht sollten wir das einfach akzeptieren. Aber macht euch keine Sorgen, dem geht's auf jeden Fall gut. Ich habe jetzt hier zwei Pakete. Einmal... Das ist noch von der Wunschliste und das ist ein Unboxing. Das steht auch hier drauf, auf dem Paket. Ein Unboxing-Paket, yo. Ach so, schnell weg. Das müssen wir mal kurz hier hinstellen, weil wir nämlich mal kurz von der Wunschliste das hier aufmachen. Das müssen wir wieder mal gucken, dass man da nichts sieht. Ich habe nämlich was auf meine Wunschliste gepackt und die Jenna ist immer total verrückt und hat, glaube ich, nämlich diese Critters Collection bestellt. Kennt ihr das? Critters! Critters, sie sind da. Critters 2, Critters 3, Critters 4. Die Critters sind zurück. Das sind auch alte, komische, gammelige Horrorfilme mit diesen kleinen, lustigen Wesen. Das sind keine Gremlins, das sind Critters. Und wer das nicht kennt, das ist eigentlich eher wie eine... was Trashiges, eher so eine Horrorkomödie, aber irgendwie auch eklig, aber irgendwie auch lustig und hat einen richtig coolen Flair. Viel Spaß damit, auch wenn ich den Film nicht kenne. Jenna von Jennifer Brohn. So, da habe ich der Jenna aber angeboten, dass, weil sie ja die Filme nicht kennt, wir mal einen Critters-Marathon machen könnten, wo wir alle Filme zusammen gucken. Mal gucken, ob das was wird und wann sich das anbietet, wenn sie da schon das gesehen hat und sich dafür auch interessiert. Vielleicht kann man ja mal zusammen die Critters gucken. Der große Critters-Abend, die große Critters-Nacht und so weiter. Und dann noch Wrestling und dann noch Pokémon und dann noch was weiß ich alles. Dann gibt es noch Samyang, das ganze Programm auf jeden Fall. Jetzt das Paket vom Sondengänger. Worum es eigentlich gehen soll, weil das kenne ich ja nicht. Da ist erstmal wieder so schöner, super. Guck mal, Ali, ich tue es mal da rein. Vielleicht weckt das jetzt dein Interesse. Das tue ich alles hier rein. Ja, guckt, da ist noch mehr, Ali. Das tue ich auch hier rein. Wenn ihr den sehen könntet, wie der guckt, der hat jetzt extra seinen Kopf nochmal auf die Waschmaschine gelegt. Als man angefangen hat, hier rumzuknistern, das hat ihn sehr beeindruckt. Eigentlich war der gerade, saß der normal, aber irgendwie ist er jetzt so in sich gesunken. Erstens haben wir hier, wie ich sehe, eine weitere Autogrammkarte vom Sondengänger. Guckt euch das an, wie Vater, das muss auf dem Schrein. Hallo Ramses, waren die ersten Getränke zum Foppen, Ärgern, Foppen, sagt man Foppen, da ist sogar extra in Anführungsstriche und nochmal Dings, waren die ersten Getränke zum Foppen, schicke ich dir nun eine wirklich feine Auswahl an flüssigem Gold. Wohlbekommst und allzeit gut fang mit freundlichen Grüßen, ihr von und zu Sondengänger. Das ist die zweite Autogrammkarte, die ich jetzt habe, aber theoretisch könnte ich die ja nicht mal jemandem geben, weil ich zwei habe, denn es sind ja persönliche Nachrichten von mir für mich drauf. Jetzt muss ich die beide reinstellen, und wenn jemand kommt und fragt, sag mal, was ist denn das halt? Das ist mein Vater, guck, da habe ich noch ein altes Foto gefunden und so bleibt das dann hier stehen. Was haben wir jetzt aber hier? Wir haben jetzt auf einmal Dr. Pepper.
Dr. Pepper Sherry Vanille. Ich habe letztens erst den Dr. Pepper Test gemacht mit Dr. Pepper Normal, Dr. Pepper Sherry und Dr. Pepper Vanille. Das hätte perfekt dazu gepasst, Dr. Pepper Sherry Vanille, weil das nämlich einfach beides vereint hätte. Was haben wir noch? Sparkling Chupa Chups mit Strawberry Cream Flavor. Jetzt lass mich nicht lügen, aber ich glaube, wir haben schon mal eine Folge Ramses Kitchen gemacht, wo wir die ganzen Chupa Chups Getränke getestet haben. Chupa Chups Sparkling Strawberry Cream Flavor. Chupa Chups Sparkling Grape Flavor, also mit Weintrauben, das andere Erdbeercreme. Dann Chupa Chups Sparkling Watermelon Flavor mit Wassermelone. Den kenne ich aber, glaube ich, noch nicht. Der war bei den anderen Chupa Chups nicht dabei. Sparkling Chupa Chups Melon and Cream Flavor, also cremige Melone. Chupa Chups, der dürfte auch neu sein, Sparkling Chupa Chups Bubblegum, Cherry Bubblegum Flavor. Auf jeden Fall auch wieder fetzige Designs. Den kenne ich also, glaube ich, auch nicht. Noch ein Chupa Chups Orange Flavor, auch Sparkling Orange Chupa Chups. Dann hier ein Sparkling Chupa Chups Mango Flavor. Ich glaube, es wird Zeit für Chupa Chups Remake 2.0. Wir testen wieder mal alle Chupa Chups Sorten plus neue dazu in einem Video. Dann haben wir hier die Fanta Elderflower Lemon. Ich glaube, ist das Fanta Schokato oder Schokata? Da gibt es doch eine Schokata. Ich glaube, wenn man das googelt, kommt da Elderflower raus. Oder ist Elderflower eine eigene? Die eine blaue Fanta, die so besonders schmeckt, es müsste eigentlich die sein, fand ich besonders cool. Aber wenn hier Elderflower Lemon steht, sind das ja zwei Sachen und Schokado ist ja einzeln. Das ist bestimmt wieder eine andere Sorte, Fanta Elderflower Lemon, denn die Schokato oder Schokata, die fand ich immer besonders genial. Dann haben wir hier koffeinfrei Fanta Berry. Fanta Berry. Oh, alles so süß, ich glaube, ich sterbe jetzt schon. Dann haben wir A und W Root Beer since 1919, auch ohne Koffein. Root Beer von André Wagner, guckt euch das an, A und W. Kennt ihr Root Beer? Ist ja kein Bier, ist ja auch irgendwie irgendein Drink. Frischiger, dreckiger Drink. Das ist, achso, ja, dann hier einmal nochmal Fanta Watermelon. Müssen wir, glaube ich, die Fanta Dosen. Raspberry, Cola, Coca-Cola, Zero Sugar, Coca-Cola Flavors, No Calories, Raspberry. Aber die haben wir letztens doch auch bei den Coca-Cola-Dingern getestet. Also es sind aus verschiedenen Reihen einzelne Getränke nochmal hier. Man muss ja nicht alles testen, dann hat man auch mal was so zum Trinken für sich, wenn man es schon getestet hat. Oder wie im Falle der Chupa Chups kann man dann eben nochmal ein Remake machen und die neuen Sorten gleich mit dazu. Dann haben wir hier ein Wunderbar, der Kakao-Karamell-Riegel, Kakao-Creme. Ich kenne Wunderbar immer nur als Erdnussriegel. Der hier ist mit Kakao und Karamell, bin ich mal gespannt. Erdnuss ist Erdnuss, aber das ist keine Erdnuss. Und dann haben wir hier römische Münzen in einem Stoffbeutel hier, in so einem Bäckchen hier. Guck mal hier, feinstes Abenteuerschatzsuche, www.abenteuerschatzsuche.de, Gutfundbeutel. Gleich mal Werbung gemacht, ne? Jetzt muss man es wieder kennzeichnen. Das sind römische Münzen. Original römische Münzen. Ich drehe es mal rum. Sind hier drin. Was ich damit mache, weiß ich auch nicht. Vielleicht kann man die ja essen. Auf jeden Fall hat er mir was abgegeben davon. Sind die jetzt wertvoll? Hättest du die nicht lieber in ein Museum geschickt? Hätten die nicht lieber ausgestellt? Wenn ich das Tütchen irgendwo liegen lasse, dann isst Adi das Tütchen auf. Das kannst du nicht machen. Das passt aber perfekt hier zur Sondengänger-Sammelkarte. Das musst du nur irgendwie da mit dran an, in den Schrank und dann irgendwann ist der Schrank weg und auch das Sondengänger, so ungefähr. Ich mach mal kurz den Wunderbar auf.
und beiße jetzt einmal hier genüsslich in diesen Riegel rein. Das ist jetzt mein Frühstück. Dankeschön Sonnengänger, Dankeschön Genaya. Da habe ich auf jeden Fall was zum Testen dabei und auch zum Trinken für so. Und auch was zum Gucken mit die Critters und was mit dem Adi ist, weiß ich nicht. Ich hau mir jetzt den Riegel rein, würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer... Ach, jetzt kommst du an, jetzt wo es Riegel gibt. Jetzt wo es Riegel gibt, Adi, Schatz. Adi will Riegel, guck. Ja, jetzt ist kein Platz mehr, ne? Ja gut, er geht wieder. Was ist nun mit dem los? Wir beißen mal kurz rein. Karamell, Kakao, hat ein bisschen was von Twix und Mars und Lion. Ich habe es vereint alles zusammen. Also als Schokokaramell ist es auf jeden Fall eine Wucht. Ich fand aber den normalen wunderbar, diesen Erdnussriegel, interessanter. Aber der ist trotzdem auch gut. Ich glaube, ich wusste gar nicht, dass es andere Wunderbar-Sorten gibt. Gibt es noch mehr Wunderbar-Sorten? Schreibt es mir in die Kommentare. Dieser Riegel schmeckt auf jeden Fall wunderbar. Mmh. Okay, von meiner Seite aus. Ich sage, beim nächsten Mal bis dahin wieder vor. Euer Kramschiff.